Morgen. Wir wurden heute von Schafen geweckt, die auch, glaube ich, ein bisschen gegen das Auto gebufft haben. Hi. Hm? Na, ihr. Heute soll es bedeckt sein und morgen wird es über den ganzen Tag regnen, laut Wetterbericht. Ich werde zerknautscht, sehe ich aus, ja. Mich erstmal frisch machen und dann frühstücken machen. Nein, dann mach langsam. Mama braucht eine kurze Pause. Komm her. Oh, wir kommen immer höher. Die Bäume werden wieder kleiner. Super. Und Frau Keks, ist besser? Mhm. Sehr gut. Mama macht so. Ja. Aber hier ist ein Moor. Der Parkourmeister darf in der Mitte sitzen. Mama, was ist los? Komm her. Ich nehme. Ja. Los geht's. Das ist ja wohl der Knaller. Boah, nicht schlecht. Und ich wollte gerade sagen, dass eben hier alle einen kleinen Hänger hatten, als sie mitgekriegt haben, dass der Gipfel noch verdammt hoch ist oder verdammt weit weg ist. Aber jetzt sehen wir da hinten. Wir sind auch schon 1:40 Stunden unterwegs im strammen Tempo. Sehr gut. Wir sind oben. Max hat gerade seine Aufgaben fertig gemacht. Mathe üben 2. Und jetzt freut er sich auf Pfannkuchen. Pfannkuchen. Eierkuchen. Eierkuchen. Mit was müsste die Eierkuchen? Nutella und Apfelmus. Aha, sehr gut. Hast du Nutella mitgebracht? Tun wir schon mal einen auf. Wo ist der? Ja, hier ist der Campingplatz. Ganz interessant hier, wie die ganzen Jungs hier, jeder
Jeder hat was anderes. Da, wo das Apfelmus stand, glaube ich. Die beiden haben hinten alle die Küche komplett mit drin. Ist schon interessant, muss man zugeben. Da drüben gibt es Kohl. Und bei uns, ja, wir haben uns einen Grill angemacht. Ich komme nicht an Nutella ran. Das hole ich dir. Es gibt viele, die hier einfach herkommen, sich ein Zelt hinstellen, die Nacht pennen und am nächsten Morgen wieder los. Zack. Ja, die nächsten Tage wollen wir wieder freistehen. Aber wie gesagt, weil wir jetzt hier zum Gletscher wollten und der direkt um die Ecke ist und der andere Gletscher auch und eigentlich heute total schlechtes Wetter angesagt war, haben wir gesagt, dann machen wir mal zwei Tage auf dem Campingplatz. Und die nächsten Tage stehen wir bestimmt wieder frei. So, gucken wir mal. Sieht doch gut aus. Papa, könntest du mir noch Messer bitte holen? Ja. Und einen Löffel bitte. Auch noch, sag mal. So, Maxi, schmeckt's immer noch? Ist das schon der letzte? Mama, was gibt's hier Leckeres? Ich bin begeistert. So, Essen ist fertig. Wir hauen jetzt erstmal rein. Ja, sieht gut aus. Der Tuftebreen und der Bergsetbreen. Und wir gehen zum Bergsetbreen. Eigentlich ist heute der schlechteste Tag in unserem Urlaub für Norwegen vorausgesagt. Nur Regen. Aber wir gehen trotzdem los. Das Wetter da sah so aus, als wenn es ein bisschen aufreißt. Der Gletscher schmilzt. Das ist ja richtig Survival, die ja, ey. Ja. Die kennen den Weg, wa? Ja, sehr schön. Dass er runterkommt, ey. Seit Jahren nicht mehr gesehen. Jetzt bin ich hier am Gletscher und da gibt es einen Ameisenhaufen. Siehst du, hier gucke. Und wo ist da drin die Königin? Die ist ja ganz tief im Bau. Oh, hier sind ja schon wieder Schafe. Ja, ja. Das heißt auch für uns, dass wir nicht näher gehen, ne? Und ich glaube, das wird auch so. Ja, dann gehen wir mal lieber hier durchs Geröllfeld. Von rechts kommt ein Wasserfall. Warte, jetzt kann man wieder hin. Das ist einfach so riesig, so gigantisch. Und kein Mensch ist hier. Das ist Wahnsinn. Das ist cool. So, anfassen. Eins, zwei, gut. Weiter und Mama. Ja. Gut, und da geht's. Oh, sehr gut. Mal langsam. Das nenne ich Parkour. Ja, ja, das ist cool. So geht Parkour. Geht? Ja, dann los. Ja, ich weiß, da
aber wackelig. Ich helfe mal. Oh, da oben. Eislawine geht ab. Da oben. Wow. Wow, da oben Zacken, ja. So, also bis eben sind wir ja hier in T-Shirt rumgelaufen. Aber jetzt kommt auf einmal wie so ein Fallwind hier runter, der auch ganz schön frisch ist. Weg mit der Maße. Krass. Ah, Lawine, Max, Lawine! Alter Falter. Alter Falter. Krasse Kacke. Hast gehört? Jetzt sind wir gerade angekommen und jetzt fängt es auch an zu regnen. Wir sind die Einzigen hier. Trotzdem cool. Voll cool. Kleines Päuschen. Merkst du das gar? Und da hinten, die Wolke ist gerade durchgezogen. Oh. Ja. Da ist der Gletscher. Ja. Wahnsinn. Oben sieht man noch die Zacken. Probieren wir noch mal das Gletscherwasser. Ui, alter Falter. Richtig eisig. Ui, kalt. Wasser, arschkalt ist. Man kann die Pulle gar nicht halten, ey. Die friert dir die Flasche ein, ey. Wir sind auf dem Heimweg. Ein bisschen nieselt. Oh, mein Schuh. Mein Schuh. Schau mal mit der Kamera reden. Ich und reden. Ja, wir machen uns auf dem Heimweg. Ja, du hast sie jetzt. Erzähl mal einen Schlag aus der Jugend. Ein Schlag aus der Jugend. Es regnet. Aber nicht so dolle wie befürchtet. Von daher haben wir uns doch rausgetraut heute. Und wenn wir wieder ankommen, fahren wir wieder auf unseren Campingplatz von gestern und schmeißen, glaube ich, den Grill an. Und morgen geht es ganz früh raus, so früh wie möglich, und fahren zum Niger zu brennen. Und da kommen wir ganz dicht dran, dass wir das Eis vom Gletscher sogar anfassen können. Und hoffen, dass das Wetter morgen auch viel, viel besser ist, obwohl wir uns nicht beschweren können. Morgen soll aber die Sonne scheinen. Immer noch da, der Gletscher. Und da hinten meine Männer. Ja, wir sind jetzt fast im Auto. Das war's für heute. War cool. Für den schlechtesten Tag in Norwegen vom Wetter her war es doch perfekt. Ab und zu ein bisschen genieselt, mehr nicht. Super.